Antwort. Ja. Ja, grüß Gott, meine Freien vom Heilix Blechle und herzlich willkommen zur Folge Nummer 80. Eine kurze Info, die Folge 81 kommt am Donnerstag, 15.12. Und am 18.12. kommt unsere Best-of 2022 Folge, die wir für euch vorbereitet haben. Es gibt Jesus-mäßig viel zum Sehr, viel Spaß, es geht los! Fragezeichen. Boah! Krass, der ist einfach so rausgefahren. Man erkennt es schlecht, aber der Bus hat versucht, mit seinem Warnblinker sich zu entschuldigen. So rausgefahren. Boah, sag mal, Lott. Und jetzt macht er noch den Scheibenwischer. Heilige Scheiße, der geht wahrscheinlich gleich ab. Boah. Einfach mal so reingezogen. Wow. Also, nee. Oh, um Gottes Wille. Unfall oder was? Oh, Scheiße. Okay, ja gut. Oh, Mann, ey. Denen geht's gut, alles gut. Oh. Da hat wohl ja jemand mich einen Schulterblick gemacht. Genauso wie in diesem Clip. Merkt euch, Schulterblick bricht einem nicht das Genick. Wow, toller Reim. Aber das ist nicht das Einzige, was dem Haarländer hier passiert. Dieser ältere Rollerfahrer hat nicht einmal nach links geschaut, ob etwas kommt. Man sieht es hier leider nicht mehr, aber der Rollerfahrer ist danach noch seinem Hintermann beinahe reingeknallt. Er hat dafür seine Art geworben. Wenn man ihn aus der Nähe sieht, hat man Respekt, weil der ist ungefähr 3 Kilo schwer, hat eine Flügelspannweite von fast 2 Metern. Hui, will man nicht so nah rankommen. Ja. Hier hätte der Schulterblick garantiert auch geholfen. Für die Amerikaner. Und es gibt Leute, die übersehen sogar ganze LKWs. Na, seid ihr alle wach? Andreas wurde hier mehrmals hintereinander übersehen. Und das war alles in einer Aufnahme passiert. Er macht Christian ja schon fast Konkurrenz, finde ich. Tja, wenn man vom Teufel spricht. Komm, einer geht noch. Kollege, dein Bremslicht ist die ganze Zeit an. Ja, das Bremslicht ist dauerhaft an, also du bremst dauerhaft. Kein Problem. Ciao. So, nun haben wir genug der Freundlichkeiten. Zeit für ein bisschen Road Rage.
Becky. Also ich weiß ja nicht, was bei dem schiefgelaufen ist, aber die Plakate einfach so in die Natur zu werfen, geht einfach gar nicht. Was siehst du? Wicht. Du Elendiger. Alter, jetzt guck dir das an, ey. Ich wünschte, solche Leute würden direkt bestraft werden. Natürlich von der Polizei, versteht sich. Hey, ich glaube, mein Wunsch ist gerade in Erfüllung gegangen. Hier sehen wir, wie der ZLA-Fahrer vom nachfolgenden Fahrzeug angehalten wurde. Das war dann wohl eine zivile Polizeistrafe. Strafe? Streife meine ich. Heinrich hatte sein Auto zum 18. Geburtstag erst frisch bekommen. Der Schaden an Heinrichs Auto betrug 7.400 Euro, also mehr als die Hälfte vom Wert des Autos. Zum Glück ist dir niemandem etwas Ernsteres passiert. Wer mehr Infos zum Unfall lesen möchte, kann hier pausieren. Jetzt folgen noch zwei Motorradfahrer, die sehr viel Spaß zusammen haben. Danach schöne alte Karre und dann endlich mal wieder unsere allseits unbeliebten Mittelspurschleicher. Sag mal, also diese Motorradfahrer und besonders dieser RLP-Dashcam ist ja ein richtiger Banause. Genauso wie der Verpixler der heutigen Folge. Ich bin Stefan echt dankbar, dass er diese ganzen Banausen immer verpixelt. Und wie immer an dieser Stelle einen riesen Dank an alle Videospender. Ihr seid echt Schnorke.
Hier muss ich jetzt dazu sagen, dass das Manöver des Porsche-Fahrers eindeutig gefährlich und illegal ist. Aber um es mit den Worten von Sascha zu sagen, ich hasse Mittelspurschleicher! Und falls ihr wissen möchtet, ob diese Organspender on Tour einen noch wertvollen Beitrag für die Gesellschaft leisten können, dann schaut doch gerne mal in die Folge 79 rein. Ich habe sie euch hier verlinkt. Und wenn auch ihr Teil dieser Videos werden wollt, dann haut auf eure Dashcam und schickt uns gerne eure Videospende an rlp.dashcam@gmail.com. In der Videobeschreibung findet ihr alle weiteren Infos dazu. Ich hoffe, euch hat's gefallen und egal wie euer Urteil ausfällt, ich würde mich in jedem Fall auf eine kleine Bewertung freuen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin fahrt gut und besser. Ade!